Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Heute spielen wir wahrscheinlich die letzte Level von Kapitel 3. Ich habe nochmal bei PlayStation gerade nachgeguckt. Wir sind bei 75%, also meine Rechnung ist aufgegangen. Also jede Köhle hat 25% gegeben. Das heißt, das ist hier echt der finale Kampf, den wir gleich hier machen. Ne? Übrigens, bilde ich mir nur ein oder hört es halt irgendwie so an, als würden. Wenn halt irgendwie zwei Lieder, die gerade im Hintergrund laufen. Das sieht irgendwie so komisch an, ne? So, jedenfalls. Ja, wir machen heute weiter. Wir haben schon, glaube ich, hier, sind, glaube ich, jetzt schon hier bereit, direkt reinzugehen. Dann gehen wir hier rein und gucken. Wow, ich habe jetzt hier neue Sachen freigeschaltet, die ich alle offscreen machen kann. Die sind alle Level 48. Warum leveln die denn jetzt alle mit mir? Okay, dann ist Level 38. Gott sei Dank, Mann. Gibt es eine Pumpgun? Die sind irgendwie so schnell hier irgendwie am Hochleveln. Warte mal, 0 von 72. Was? Wie Mission gibt es denn hier? Egal. So, wir machen hier weiter. Eis und Elektro. Ich meine, warum gucke ich mir überhaupt an? Wir kriegen sowieso vorgeschriebene Charaktere. Höchst gefährlich. Ja, guck mal, wie viele Punkte. 4 von 6 Punkten. So, was hier stand da? Rettung der Hackerin Rain. So, okay. Dann gehen wir mal da rein. Könnte vielleicht ein kurzer Part sein, aber jetzt direkt schon in die Höhle reingehen, außer die dauert jetzt hier voll lange. Ah, gucken, was danach noch alles kommt, ne? Wir werden noch genug Sachen hier haben, ne? Nehme ich an. Oh. Sieht so aus, als hätten sie ihre Mission noch nicht erfüllt. Ja. Aber was ist mit Nicole? Was ist die ganze Zeit? Die ist zum Glück auf meinen Fernsehbildschirm gerade, anstatt auf meinen Streamingbildschirm. Wir werden ein bisschen nervig. Wir sehen auf euch. レインのことは頼んだよ。マスター、良い知らせをお伝えします。たった今、ビルを飲み込んでいるホローのデータ分析が完了しました。ビル内の熱源をリアルタイムで検知できます。うん、endlich。これでやっとバレー・ツインズの中を完璧に見える。ナイスタイミングだ。 Okay. Oh, die Art, wie sie Master sagt, ne, regt mich ein bisschen auf. Master. Es hört sich an, als wäre das irgendwie voll gezwungen für sie, was wahrscheinlich der Fall ist, ne? Ich kann die ausmachen. Warum soll ich das machen? Da ist irgendwie, als würde die das absichtlich sagen, nur um mich auf die Nerven zu gehen. Oh ja, Master. Mm. Ja, 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 Bell, ich weiß. Mein Gott. Mein Gott. Das passiert immer so schnell, okay. Ich esse dich. Dann esse ich dich. Und den. Irgendwas anderes hier machen, wenn ich schon mal hier bin? Ja, ne? Ja, einfach vorscouten. Perfekt. Hm. Dann essen wir die alle. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So, jetzt können wir alles einsammeln. Ja, die Lichter sind schon alle an. Boah. Master. Talentierte Tänzerin, Schwestern, Marionetten, veranstaltet exklusiven Aufführungen der Ballet Twins. Licht, Audio, luxuriöse Bühne, eine unvergleichliche Erfahrung. In einer unauffälligen Ecke des Flugplatzes steht ein kleiner Schritt.
Fall eines unvorhergesehenen Ereignisses während der Aufführung wird Bullet Twins deine Sicherheit bestmöglich gewährleisten. Das haben wir da, Genre, nehme ich an. Ich mag das Kapitel bisher, irgendwie macht mir das Spaß. Ich finde die Charaktere gut. Irgendwie Stil. Diese Housemates Firma. Irgendwas anderes als hier. Hat irgendwie mehr als irgendwie so eine Gruppe von Bauarbeitern und so, ne? Die geniale Tänzerin, die Schwestern Marionetten stehen kurz vor ihren eigenen Tanzaufführungen Ballett Twins. Doch das Gebäude wird von einer Reihe mysteriöser Vorfälle eingesucht. Warum muss ich gegen so Zwillingsbosse oder so kämpfen am Ende? Mehrere Gäste haben berichtet, dass sie spät in der Nacht Geräusche aus leeren Zimmern gehört haben. Außerdem werden in den Tanzkostümen die Schwestern Marionetten in der Halle von Turm B aufbewahrt haben gestohlen. Die Kostüme werden später auf dem Dach vom Turm B gefunden, aber auf der Überwachungsaufnahme des Gebäudes war keine Spur des Täters zu finden. Der Text auf der Rückseite ist stark verschmutzt und unleslich. So. Okay, da ist ein Schlüssel, ich sehe schon. Und da ist der Schlüssel. Aber erstmal muss ich den erledigen, ne? Ja. Bonk, bonk. Am liebsten hätte ich, wenn Ellen an erster Stelle gewesen wäre, hätte man mal ihre Animation gesehen, wenn sie die Bühne betritt. Wenn sie schneller? Ja, ne. Bisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Dinger hier auftritt von ihr. Ihr Kampfstil ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Sie kann sich bewegen und währenddessen angreifen. Ist ja auch nicht so schlecht. Boah, ich freue mich, wenn Shinji hier voll hochgelevelt ist und ich sie benutzen kann. Und ich kann einfach ihren Angriff die ganze Zeit spammen, um irgendwie alle Gegner um mich herum anzugreifen. Bestimmt lustig. Da. Komm her. Nein, der trifft mich die ganze Zeit. Kann er das wagen? Zack. Da. Der dritte haben sie angehört, wie du klatschst. Oh. Du klatschst einfach Leute mit ihren Schwanz. Bye bye. Wir machen Kettenangriff. Warum nicht? Verstehe nicht, warum das manchmal nicht klappt. Ich weiß nicht, warum das jetzt manchmal nicht ausgelöst wird. Nope. Also warum genau bist du irgendwie ein Geist oder so? Wurde das jemals erklärt? Ich kann das ja herausfinden. Ich habe sie ja, ne? Ich kann ihre Freundschaft erhöhen. Vielleicht finde ich das dann heraus. Arina sieht so viel besser aus gerade. In dem Arztteil sah sie jetzt gerade richtig gut aus. Gefällt mir sie irgendwie besser. ライカンさん、戦闘員が持ってたこれ、なんだろう。何かの送信機みたいだ。ご名答です。そちらは G03 型多周波数信号送信機。軍用の
Soll Rain das Luftschiff irgendwie hacken oder was? Master, Billy から着信です。つなぎます。店長か？まずいぜ。飛行船が大変なことになってる。ビリー、落ち着いてくれ。飛行船で何が起きたんだ？実は10分ちょい前、パールマンが守衛にスーツケースを開けて中を確認していた。ああ、jetzt hat der Alpha da mitgenommen und aktiviert, ね。やつがケースを開けた途端、中から煙が吹き出してきやがったよ。操縦士を含め、飛行船にいる全員が気を失っちまった。Ah, ich wusste es. Er hat ihn davon abgehalten. Dann bist du jetzt der Pilot. In der Höhle, lass mich raten. Okay, einen Moment mal. Du willst mir gerade sagen, wir fliegen gerade mit einem Flugzeug auf zwei Türme los? Was zum... Wir haben jetzt geschafft, das ins Spiel zu lassen. Hallo? Wollt? Hat Rain ihre Finger im Spiel. Also willst du mir jetzt sagen, wir fliegen jetzt gerade mit einem Flugzeug, mit einem Luftschiff auf zwei Türme zu? Ich ziehe gerade meinen Kragen ein bisschen hoch, ne? Für die es nicht sehen, was alle sind. Wir haben ja geschafft, das im Spiel zu lassen. Hallo? Das ist ein bisschen krass hier gerade. Und ich weiß jetzt schon, dass sich Leute auf Twitter da aber voll aufgeregt haben, ne? Wie von mal wetten, ne? Müssen wir mal, da muss ich nächstes Mal googeln, wenn ich hier mit dem Kapitel fertig sind, ne? Wir haben noch eine Chance. Du musst das Luftschiff steuern. Victoria Kasei war gänzlich. プロキシ様と共にレイン様を救出すべくバレーツインズにいます。レイン様を速やかに取り戻すことができれば、飛行船の結末は変えられるやもしれません。ライカンさんよ、それは本当か？店長も。マジで信じていいんだな？Wir werden das Schiff retten, Billy. Billy, 飛行船は絶対に助ける。このまま僕たちと連絡を取り続けてくれ。Aber mach dich darauf gefasst, das Steuer zu übernehmen. Zur Not. Okay, über die Türme. Okay, nochmal gerettet, Leute. Lass uns alle nochmal ganz kurz entspannen. Was? Noch mal gerettet, ne? Aber ich weiß jetzt schon, Leute auf Twitter sind darüber durchgedreht, ne? Wie vorher wetten, verwette meinen gesamten Kanal darauf, dass einige Leute darüber beschwert haben. Wenn sich Leute über andere unwichtige Kleinigkeiten aufregen, dann so was ganz bestimmt, ne?
Und ich werde jetzt nicht genau darauf aufgehen, warum das hier irgendwie so merkwürdig und so schlimm ist. Ne, ich nehme an, jede Person wird hier irgendwie wissen, worüber ich rede. Ne? Sind drei Zahlen. So, auf die ich hier anspiele. Müssen wir ja gegen das Ding kämpfen, ne? Ah, guck mal, da waren zwei. Wir müssen bestimmt gegen zwei kämpfen am Ende, ne? Vorher wetten. Wir müssen so weit von gegen zwei Bosse auf einmal kämpfen. Das ist hier wie Hornstein und Smoke aus Dark Souls. Der erste Boss, den ich jemals bekämpft habe in Dark Souls als ich mal einen Kollegen besucht hatte. Also der erste Boss, den ich jemals gesehen habe und bekämpft habe. Und dann habe ich ein englisches Let's Play gemacht auf meinem englischen Kanal, was ich nie zu Ende gebracht habe. Die Brüder Ballett bestehen darauf, dass die seltsamen Vorkommnisse im Gebäude von Konkurrenten absichtlich herbeigeführt werden und die Tanzaufführung der Schwester Marionette wird weder verschoben noch abgesagt. Es wird berichtet, dass die Eigentümer der Ballett Twins, die Unternehmen Brüder Ballett, sich in einer Finanzkrise befinden. Für die Vorbereitung der Aufführung haben die beiden viel Geld ausgegeben und Persönlichkeiten aus dem Bereich eingeladen. Diese Veranstaltung könnte ihre letzte Chance sein, Geschäftspartner zu suchen und ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Der Text auf der Rückseite ist stark verschmutzt und unleserlich. Okay. Hier muss ich auch aktivieren, ne? Da bist du. Da unten brauche ich 4000, habe ich gesehen. Habe ich. Sonst ist ja nichts, ne? So, wie soll man denn hier nicht 4000 Dinger bekommen haben? Ich denke immer, du sagst Master am Ende, aber ich sag Master. Ne? So, warte mal, wie viele Schlüssel habe ich? Hier ist einmal, aber ich muss doch genug Schlüssel haben, um das hier öffnen zu können. Ne? Besitz zwar, ja. Wir müssen mir ja genug Schlüssel geben, um das hier alles zu öffnen. Ne? Man weiß, wenn ich das hier öffne und ich habe nur einen Schlüssel, ne? Dann könnte ich ja gar nicht weiterspielen. Während der Pause lief es auf den Flur vor der Umkleide der Darsteller um zu lauschen. Es schien, als ob sie stritten. Ich hörte eine alte Männerstimme sagen: die Aufführung abbrechen. Ihr kleinen Dinger macht keine Witze. Denkt dran, dass heute für eine anders. Leute. Die Aufführung abbrechen, ihr kleinen Dinger macht keine Witze. Denkt dran, dass was heute für ein anders ist und wer diese Gäste sind. Denkt an euch selbst, ihr habt bereits Beifall und Ruhm gewonnen. Ich habe versprochen, dass ihr danach auch die Freiheit haben werdet. Genug, haltet den Mund, kein Panik. Ihr habt einen Vertrag unterschrieben. So. Wenn wir gegen zwei Roboter gleich kämpfen müssen, die wahrscheinlich irgendwie Ballett tanzen, ist das irgendwie eine Anspielung Genshin Impact an ja, wie heißen die beiden? Wie heißt dieser eine Roboterboss, wo du so gegen so zwei tanzende Roboter kämpfen musst? Coppelia und keine Ahnung. Ich muss immer nur gegen Coppelia kämpfen. Du kannst ja auch so gegen ihn nur kämpfen. Ich muss noch nie nur gegen den einen Typen kämpfen, weil ich immer nur Materialien von der anderen brauchte. Oh ja, ist okay, ich habe ja alles. Wow. Dann wieder Anspielung Genshin Impact an diesen Zwillingsroboter-Boss, dieses Roboter-Pärchen, die zusammen miteinander tanzen. Aber weil sie wir sollen ja eigentlich auch eine Companion Quest. Ich glaube ja, ne? Oh. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was Lycon ist. Ist er ein Durchbruchcharakter, ist er ein Attackecharakter? Nein, falsch positioniert. Ja, ich kreuze die Ströme, ja.
たします。Ich merke auch Ellen und Lycon sind beide Eis-Charaktere, ne? Ich glaube, da werden irgendwann noch mehr Elemente hinzugefügt im Spiel. Ich meine, irgendwo habe ich da was gelesen im Spiel. So, ja, bis jetzt gibt es nur diese Art von Charaktere. Also vielleicht werden irgendwann mehrere Elemente oder Klassen freigeschaltet noch, ne? So. Weil irgendwo habe ich, glaube ich, mal im Spiel gelesen, so, oh, im Moment gibt es nur diese Elemente. Das ist natürlich cool, wäre, ne? Also wie in Genshin Impact, wo wir irgendwann Dendro eingeführt haben als Element. Nonkai haben sie halt nicht gemacht, die Nonkai Star Rail. Aber was soll man denn da noch als einführen, ne? Da gibt es ja eigentlich nur Pfade und Elemente, ne? Ich nehme an, Elemente könnten sie neu hinführen, aber Pfade sind eigentlich schon alles gecovert. Du hast Heiler, du hast Angreifer, die auf einen Gegner spezialisiert sind. Du hast Angreifer, die auf mehrere Gegner spezialisiert sind. Du hast Schaden über Zeit Charaktere. Du hast Charaktere zum Buffen, Charaktere zum Verteidigen. Also, was kann man denn noch da hinzufügen? Gibt's doch eigentlich nichts, ne? Charaktere, die Folgeangriffe machen. Ah, da ist sie. Machen wir die alle fertig. Kann ich das Licht ausstellen, um die irgendwie tatsächlich. Sieht aber irgendwie kaputt aus, das Ding. Genau, er spuckt's. Und wir sind die Geister. Einer von uns, glaube ich. Vielleicht, weiß ich nicht. Und nicht erklärt in dem Spiel bisher. Was geht? Na? Oh Gott. Oh ja. Boom, alle auf einmal. Nein. Nein, geht noch weiter. Ich wollte eigentlich, dass der Elektrostrahl hier durch die ganzen Gegner durchgeht, aber der ist einfach, der hat einfach angehalten. Zack, zack. Da kommt er. Wow. Mein Gott. Das soll der Herausforderungsmodus sein. Ich tue ja voll durch die Gegner durchdüsen, als wäre gar nichts. Ich dachte, ich spiele ja gerade auf einen schwierigen Schwierigkeitsgrad oder so. Ach, komm her. Die tut sich immer verbeugen nach ihren Angriff. Danach kann ich irgendwie eine Weile lang das machen. Oh, kommst du in her? Shark Tornado. Shark Tornado. Ist ja nicht voll der schlimme. Ist ja nicht voll der beschissene Film. Gott. Wie ist nochmal der Kampfstil von Sanji aus One Piece? Hat er irgendwie so einen Namen, ne? Ich weiß nicht, ob das ein offizielles. Weiß er nicht, irgendwie Kempo oder irgendwie sowas? Kempo irgendwas? Ey, yo! Denchi war morgen früh zurück. Dono Michi, diese Asirema und Yotsureta Mama,
我々は逃げられ、雇い主の最優先事項は完了した。我々は金をもらって仕事をするのみ。これ以上命をかけるのは損だ。何、こいつはエーテル侵食で死んだことにしておけばいい。悪く思うな。そもそもは知るべきでないことに首を突っ込みすぎた。お前自身の過ちだ。時間飛行。Oh, Lycon. Sie stehen direkt hinter uns, oder? Orina sieht so viel besser aus in diesem Art-Style. Sie gefällt mir viel besser in diesem Art-Style. もう大丈夫だ。僕たちはニコの友達で、君を助けに来た。君たち、本当に私を助けに来てくれたの？早くビルの屋上に行かないと。もう時間がない。四方府の飛行船が。Oh man。今の音は。やばい、待って、待って。Oder am Boss, kann auch sein, ne? Natürlich. Lassen die echt das Luftschiff hier reinkrachen? Versuche sofort nach einem Weg, nach einem neuen Weg, mein Gott. Master, Bilno Okujoni Znagar, Horono Deguchi O Kenchi Master, Gaito Deguchi wa.バレーツインズ B 棟1階のロビーの付近にあります。予想される移動時間およそ7分ですが、高度侵食エリアを通過する必要があるため、危険度の高いエーテリアス個体に遭遇する可能性があります。実際の通過にかかる時間は予測不能です。Mm. Very, I'm a bit 猶予は不要です。プロ騎士様、所詮はエーテリアス、ビクトリア火星を止めることなどできません。レイン様、身も心もお疲れであることは重々承知しております。ですが、飛行船の件はあなた様にしかお願いできないのです。飛行船に制御を返すだけなら、屋上へ行って妨害装置を取り除くだけでいいけど、反乱軍が言ってた、万全を期すために飛行船に乗ってる全員を眠らせたって。やべえ。制御が戻ったとして、誰が操縦してホローを避けるの？Das könnte tatsächlich ein Problem sein。そこが困ったところだ。ビリーだけはまだ起きているけど、飛行船の操縦なんてきっとできない。プロ騎士様、レイン様が飛行船の制御を戻してくださるのであれば、それで十分でございます。ビリー、der Retter des Tages am Ende。いや。火星にお任せください。入手した情報によれば。飛行船はバレーツインズの上空からわずかのところを、ビリー ist Boyo Jesus。操縦士がいないのであれば、sieht sogar aus wie ein bisschen aus wie Deadpool sogar。Hat zwei Knarren, schwarz und rot。Nein, war da links nicht noch was? やってくれたものです。ですが、プロ騎士様が別ルートを見つけてくださいました。でも、B とロビーへの道にはエーテリアスがたくさんいるよ。Mein Gott, beim werden die bisher immer ein Problem。みんな頼んだよ。エネルギー補充したし。私も真面目にやろう。Oh, wieder Licht da an, ne? Schön überbringen. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Oh, die muss ich alle ausgehen. Oh, wieso, ja?
Zeigt bei der Erkundung der Höhle angrenzende Gebiete automatisch an. What? Das ist doch normalerweise auch der Fall. Angrenzende Gebiete, hallo? Gerade im Kreis, ne? Ich muss aber hier erkunden. Und dann. So, bam. Korrosion entfernen. Ah, nehme ich mal, wäre es gar nicht zum Kampf gekommen, wenn ich die berührt hätte, ne? Wenn ich ja nur Korrosion entfernen konnte. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. Ich wollte beim Einkaufen irgendwie gesehen. Ich habe einen SpongeBob Schwammkopf Lutscher gesehen, ein Eiscreme. Das ist genau wie den Patrick, ja. An den Patrick hier geleckt hat, ja. So ein Schwammlutscher nur in Eis. Wollte ich erst mitnehmen. Bei so einem warmen Wetter wäre es richtig gut gewesen. So ein Schwammlutscher wäre jetzt richtig gut gewesen. Ja, wir sind gleich fertig. So. Ja, das hier, aber wir haben noch keine AP verloren. So gut wie. Ich nicht glaube, dass wir eine Wiederbelebung brauchen werden. Da wartet der Boss, ne? Wie vorher werden wir ein bisschen gegen zwei Leute auf einmal kämpfen. Alles klar. Wenn meine Schlussfolgerungen richtig sind, muss es in der Nähe der Halle von Turm B einen Raumriss geben, der zum Dach führt. Die seltsamen Geräusche und die verschwundenen Kostüme könnten dir nur Anzeichen für eine bevorstehende Höhlenkatastrophe bei den Ballett Twins sein. Um die Veranstaltung, die zur Geldbestrafung geplant war, planmäßig durchführen zu können, haben die Brüder Ballett gewagt, diese Sache zu verschweigen. Ich kann nicht akzeptieren, dass zwei so gute Menschen für immer hier verschwunden sind und nun in urbanen Mysterien als Symbol des Golds weiterleben. Selbst wenn ihre Seelen hier auch herumschweifen, glaube ich, dass sie genauso anmutig und schön sind wie früher. Der Text auf der Rückseite der Staffel muss und okay. Oh Gott, wir werden sowas von gegen zwei Leute auf einmal kämpfen, ne? Oh. Alles klar, zeig her.突破の準備を。はい。これはどうも様子が。この音楽、まさかあの時の。これはアトリウムにいた。まだご満足いただけていないご様子。 Ja, Hilfe. Okay. Das Bild habe ich schon mal gesehen online. Ich dachte, da wäre irgendwie bearbeitet. Wo man alle vier Charaktere gesehen hat. Ja, sehr cool. Boah, ich finde die vier so cool. Oh Mann. Komm her, ein Stück. Ich sehe nur einen. Nee, nein, ist auch noch einer. Komm her. So ein Stück. Au. Ja, bestimmt noch eine zweite Phase auch noch, ne? Au. Ja, vielleicht mit Rina hier ein bisschen mehr kämpfen, weil sie hat Fernangriffe. Au. Ich muss euch beide treffen auf einmal. Da. Da steht mal alle genau da drin, ey.
damit ich euch alle treffen kann. Ach, aber jeder schon was tun. Ins Gesicht. Ja, voll easy. Oh Gott. Die waren verrückt, was? Oh Gott. Dann kann er ein bisschen schneller rennen, ne? Sonst kann ich mal benutzen. Au! So, ja, diesmal habe ich geschafft. Warum ist Elle schon fast tot? Der eine ist schon fast tot. Wieso kommt mir das Spiel gerade so vor, als wäre es irgendwie das Marvel vs. Capcom oder ein Hoyo? Oder ein Hoyo wird spielen, weil du hast drei Charaktere, die du hin und her switchen kannst, mit einem Kampf, mit einer Combo. Das ist wie Marvel vs. Capcom irgendwie. Oder auch mit das eine Kampfspiel, wo du auch irgendwie drei Charaktere spielen kannst und hin und her switchen kannst. So wie Dragon Ball Fighters oder so. Ja. So, krieg ich euch beide down hier mit? Boom. So. Also, da kommt noch was. Jetzt waren alle Kapitelbosse immer. Wir hatten immer zwei Phasen bisher. Ja, Corin. Hey, Billy. Ja. Nach einer Weile auf dem Helipad der Bullet Twins. Was war denn jetzt der Zeitlimit hier? Ich dachte, wir müssen irgendwie was machen, nachdem wir noch auf sind. Der hat doch jetzt nur Luftschiff erreicht, was? Egal. Wir haben gewonnen. Also doch keine zweite Phase bei diesen einem muss. Ich nehme mal, wenn man gegen zwei auf einmal kämpfen musste, ne? ビリー、レインだけれど彼女はハッカーだし脅されたとはいえ飛行船をハッキングしてしまったのは事実だ。治安局に捕まると面倒になる。先に僕たちと捕虜から脱出するよ。治安局の人が来たら何というか、ちゃんと分かっているだろう。俺は麻酔を吸わなかったから緊急事態に気づいて飛行船を操縦、ここに不時着させた。ああ、それにしてもよ、こんなことが起きちまって Die werden ihn wahrscheinlich verantwortlich dafür machen, ne? Was ja wegen dem passiert ist. Na, ja. Schau ich Corin an. So putzig.
目覚めて今日のこと知ったらどんな顔すんのかな。ん？何の音だ。Was los? Oh Mann. Ich wusste, der will abhauen, ey. Ich Englisch gesprochen, oder? Ich wusste, der Okay. Hat er irgendwie me gesagt? Oh, Dad, do this to me? Mir sagt man nicht, er ist hier der Hauptbösewicht des gesamten Spiels. So, extreme Operation. So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Story geht jetzt erstmal nicht weiter. Für eine Weile, ne? Einige Tage später. Ich habe keine Ahnung, sag's mir doch jetzt. Okay. Er ist jetzt einfach weg. Wie ist der bitte schön im Kommen? Der ist mit einem riesigen Luftschiff durch die Gegend geflogen. Ja, wir haben ihn irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt haben wir verschwunden, der Luftschiff. Okay. Random. Na gut, dann machen wir da weiter, ne? Straßenecke. Da. Na gut. So, ey, wie geht's? Mein Gott, du bist ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Ich finde so gut, dass jeder Nebencharakter wichtig aussieht. Sieht auch wohl aus. Charaktere sehen alle so gut aus. Genshin Impact sehen. Genshin Impact und Honkai Star Rail, da sehen die ganzen Charaktere alle so unbedeutend aus. Jedes Mal, wenn ein Event in Genshin Impact läuft, immer ein neuer unbedeutender Charakter. Hier könnte jeder Nebencharakter ein spielbarer Charakter sein. So gut sehen die vom Design aus. In Genshin Impact kannst du meistens schon irgendwie sehen, wer wichtig ist und wer nicht. Weil die Texturen von den Charakteren vollkommen anders sind. Irgendwie, wenn ein Nebencharakter in Genshin Impact irgendwie eine Jacke oder so trägt, dann ist das an deren Körper einfach dran. Ne? Aber wenn irgendwie, wenn das ein spielbarer Charakter oder ein anderer wichtiger Charakter ist, dann wäre die Jacke irgendwie eine andere Textur. Dann wäre die Jacke halt an dem Modell dran. Ne? Aber wenn das ein Nebencharakter ist, dann ist die Jacke einfach nur angemalt an den Charakter, an die Figur des Charakters. Ja, da kennt man schon sofort. Wie bist du da reingeraten, Rain? Und hier sieht der Charakter schon voll einzigartig aus. Ich finde das geil. はじめましての顧客から連絡があって、提示された報酬はすごく良かったけど、具体的な仕事はなかなか教えてくれなかったんだよね。それでしつこく聞いてたら、直接会って詳細をくれるっていうから、怪しいとは思いつつも、やっぱり報酬には逆らえなくてさ。それでつい
飛びついちゃったわけ。なるほど。でもただで転ばないのがレインらしいね。人質になってるのにバレーツインズの屋上から SOS を出すなんてさ。まあ悪くない手だったかな。 SOS を出したのはバレたけど、おかげであいつらの雇い主は私が何を漏らしたか知りたがった。結果的に時間稼ぎになったからね。Wer ist der Auftraggeber? Ich weiß es nicht. An der Stelle habe ich mich nicht gezeigt. Ich habe mich in der Telefonie gesagt, dass ich die Flugzeuge unterstützt habe. Aber ich habe es gehört, dass die Leute die Flugzeuge haben, um Palma zu verletzen. Oh mein Gott. Ein bisschen übertrieben, den einfach in einen Tower irgendwie reinzuschleudern. Wir haben die Opfergeist. Wir haben die aus Sacrifice Opfergeist gemacht. Hört sich irgendwie ähnlich an. Sacrifice Opfergeist. Ne? Ich habe die Opfergeist. Ich habe die Oh, hoffentlich kann sie für uns werben. Obwohl das eigentlich nichts bringt. Man kann ja Charaktere hier an der Theke hinstellen. Ich wünschte, die Charaktere würden dann auch an der Theke stehen. Wäre irgendwie cooler. Ich meine, man kann Leute irgendwie an der Theke stellen und dann kennt man, je nachdem, welchen Charakter man da hinpackt, jemand andere Belohnung. Ne? Wenn ich zum Beispiel Billy da einpackt, dann kriege ich hier Materialien für physische Einheiten und für Attacke-Einheiten und so, ne? Also Materialien und sowas alles. Aber ich wünschte, die Charaktere würden auch wirklich an der Theke stehen, wenn ich die da reinpacke. So, Hallöchen, Proxys. Hallo, es ist eine Weile her. Kollega Grace, da seid ihr ja. Kommt rein und macht schnell. Wir haben die entschlüsselten Speichereinheit. Wer hat das gesagt? Da steht nicht, wer das gesagt hat. Ehre machen wir wahrscheinlich als nächstes ihre Agentengeschichte. Wir werden fast alle, ein paar werden fast gestorben. Ein paar der Mitglieder der Cunningers, die waren doch alle da drauf. Dann haben wir noch mehr Mitglieder, von denen ich nichts weiß. この記憶阻止の中にあるもんが一刻も早く解読できたらって思ってたけど、いざその段になってみると緊張するもんだな。大丈夫さ、おじびちゃん。この中に入ってるどんなものと向き合うことになろうと、私たちが一緒だよ。Genau. Genug Freundschaft und hochgelevelten Charakteren wird das schon. Kann ich dir das überlassen, Ferry? Wieder jetzt voll der Cliffhanger für das nächste Kapitel oder so. Fairy. どうやらホルスさんは誰かと話してるみたいだね。言ったはずだ。何も知らないふりをしろと。それが俺たち全員のためだと。俺は父親だ。あんな娘の命をおびやかすようなもんをほっとくわけには。おやじ、バカ野郎。あやお。 Monumento no Nakano.
Okay, er ist nicht das Monster anscheinend. Sacrifice. Ist das nicht Pegasus, ist As Monster in Yu-Gi-Oh! Die englische Name davon. Sacrifice. Kureta, それ私も言おうと思ってたんだけど。でもパールマンは飛行船を奪った後、行方不明なんでしょ。もう郊外に逃げてるんじゃ。Genau, ich meine Hammer um die Ohren. 何が起きているか、情報を探ってみるしかなさそうだ。No. まさかガイド様が私たちと同じことをお調べになっているなんて。彼らはサクリファイスを知ってしまった。調査をこのまま続けて。Okay, wir wissen davon anscheinend. いいの、ライカンさん。構いません。ご主人様は計画を変更され、新たな指令をくださいました。彼らはもはや遠ざけられないが、我々の盟友となれるやもしれぬ。適切に導くように。Okay, zusammen mit Coleda und Grace überprüfst du noch einmal den Prototyp des Lagereinheiten, um dich zu vergewissern, dass sich darin keine weiteren wertvollen Informationen befinden. Danach redet ihr erneut über eure Zweifel am Fall Vision und Ereignissen, die vor vielen Jahren stattgefunden haben. Als du dich von den beiden verabschiedet hast, ist es schon recht spät. Aber jetzt Coleda und Grace sind zurückgekehrt. Das stand wortwörtlich gerade da, Bell. Mein Gott. Heute ist es... War es für alle ein großer Schock. Gehen wir nach Hause und ruhen uns aus. Und wir beide sollten uns auch unsere nächsten Schritte überlegen. Unsere nächsten Schritte. Also zuerst die Informationen zusammenfassen, die wir heute erhalten haben. Herr Kors wurde definitiv ermordet und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er den Übeltäter absichtlich dazu gebracht hat, den Namen dieses Monsters zu verraten. Opfergeist. Zusätzlich zu den Namen dieses Monsters wissen wir jetzt, dass auch, dass die Person, die versucht hat, Perlmann zu verletzen, mit ihm zu tun hat. Perlmann konnte einen Hinweis haben. Genau, Perlmann weiß sicherlich, wer dahinter steckt. Ja, diese eine Frau wahrscheinlich, ne? Ich habe ihren Namen vergessen. Die ihn bedroht hat. Hm, aber er ist in die Außenzone geflohen. Es ist wirklich schwierig. Wir kennen kaum Leute in der Außenzone und selbst die Sicherheitsbehörde hat dort keine Zuständigkeit. Aber ich habe gehört, dass jeden Tag viele Händler aus der Außenzone die Artikel illegal verkaufen, durch die Höhlen in der Stadt zu gelangen. Ja gut, ich werde Shepard kontaktieren und ihn fragen, ob es bei der Suche nach Arbeit in der Außenzone helfen kann. Vielleicht können wir auch auf diese Weise einige Informationen erhalten. Lass uns das tun. Ja, überlass das ruhig mir. Weißt du, hast in letzter Zeit viel gearbeitet. Ja, ich weiß. Bell verlässt dein Zimmer. Kapitel 3, Mitternachtsjagd 3. Erledigt. Cool. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Menge Sachen hier freigeschaltet. Weil ich irgendwie Kapitel 3 abgeschlossen habe. Gehen wir mal schlafen. Ja. Wir erwarten schließen die Aufrufzahlen von Permans Flucht im Internet auch in die Höhe. Erkundige ich nach der Auszone. Der Außenzone. Opfergeist ist im Grunde. Ohne es zu merken, bist du tief eingeschlafen. Die Abenteuergeschichte und die Helden bleiben immer hinter den Kulissen. Von Lycaon wurden aufgezeichnet und ist im Ida-Archiv verfügbar. Okay, Irina. Sprich mit Bell. Bin ich gerade hier in einem guten Punkt? Ja. Muss ich sagen, das war's dann, ja, ne? Bevor wir hier mit ihr weiterreden, ich muss mit dir reden, weil mit weitergeht, ne? So, ich glaube, ich habe nämlich eine Menge Sachen jetzt hier freigeschaltet. So. Mitternachtsjagd, den Namen habe ich schon oft gehört hier in dem Spiel. Da wurde mir schon oft gesagt, so, du musst die Mitternachtsjagd abschließen, damit du das machen kannst. So, hier zum Beispiel diese Haupthandlung Mitternachtsjagd ab.
So, schließe einmal Hochhausruinen, Innenbereich in Höhle 0 ab. Ich glaube, das ist ja meine Bombe, mein Patent. So, das ist eine Nebenquest, ne? Stand von der Tür auf der Six Street, als mich diese Information überkam. Das ist eine Nebenquest. Ja, machen wir auf Screen. Corin! So, aber warum nicht die anderen? Ach, weil ich denen noch nicht die Quest erledigt habe, ne? Kann ich jetzt hier? So, das ist eine Nebenquest. Ja, lese ich mir auf Screen durch. Ah, blaue Ausrufezeichen sind immer Nebenquests, also. Okay, zum Zeitplan hinzufügen. Okay, so kann man dann hier noch mal kurz machen, wo ich nämlich machen dann. Was? Ich suche nach einem niedlichen Ich suche nach einem niedlichen Dienstmädchen. Ich bin das Dienstmädchen. Du scheinst sehr gut gelaunt zu sein, Wetter Proxy. Lass uns zusammen ausgehen. Klar, bitte sag mir, wohin du gehen willst. Ich bin mit allem einverstanden. Gehen wir zum Lumina Galerie. Okay, bei der Lumina Galerie gibt es gerade ein Spukhaus-Herausforderung. Die Spukhaus-Herausforderung. Ich habe das vorher heimlich gesehen. Der geheimnisvolle Preis des Ames Spezial Schmiermittel. Aber ich habe mich erfolgreich angemeldet, weil man paarweise teilnehmen muss. Ich habe mich nicht erfolgreich angemeldet, weil man sich paarweise. Das kann ich. Willst du den Preis, Corin? Es ist Ames Spezial Schmiermittel. Sogar Herr Lycon hat nur 8 Sets davon. Wenn ich das hätte, wäre die Wartung der Kettensäge bestimmt ein Kinderspiel. Also ich kann eine dreiste Anfrage stellen, wenn wir hier rausfinden gewinnen, geht der Preis an Corin. Danke, Werder Proxy. Bitte wähle eine Zeit aus, die dir passt. Ja, direkt jetzt, ne? So, jetzt kann ich hier alle Sachen machen, ne? Boah. Okay, was ist hier noch? Internet, neue Aufträge, ne? Ja, weil ich jetzt hier ein Kapitel abgeschlossen habe, ne? So, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie, weiß nicht, neue Kapitel starte und mich hier wieder voll hier einsperre, ne? So, notorische Jagd. Da, jetzt wird hier eine notorische Jagd hinzugefügt. Warte mal, was sind das für Dinger hier? So, die Dinger brauche ich, genau, die Dinger brauche ich gleich für Corin, ne? Um sie ihre Fähigkeiten hochzuleveln. Sind das die Dinger hier? Ja, das sind die Dinger hier, genau. Hier die Dinger. Ja. Ich sehe ihre Sachen endlich hochleveln und ich glaube, Sokako braucht die, glaube ich, auch. Ne? Viele Charaktere brauchen die. Ich konnte die noch nicht weiter leveln. Für Geld habe ich nicht genug. Stop. Ich glaube, ich 200.000, ne? Um sie ja hochzuleveln, ne? So, ja. Aber sind ja einige Quests, die jetzt hier freigeschaltet wurden. Das heißt, ich werde in nächster Zeit eine Menge Geld bekommen, wenn ich die ganzen Quests mache, falls ich die schaffe. Ist hier noch irgendwie was? Verdeckte Ratte und Köder. Na, mit einem bedeutungsvollen Lächeln, die steht zwischen den rücksichtslosen Banden wandelt. Okay, ich glaube, jetzt kann ich auch Höhle 0 hier weiterspielen, ne? Wird während des Auftrags Hetze durch Laubwerk nach Bestehen von Verwerkter Gartenkern freigeschaltet. Kann ich da jetzt weiterspielen? Ich weiß es nicht, weil da konnte ich schon eine sehr lange Zeit nicht mehr weitermachen. Weil ich da schon alles erledigt hatte, ne? So. Nudelladen, okay. Alles klar. Machen wir noch für Coin und für Shinji hier die Quest, diese kleine Freundschaftsquest, ne? Wäre ich wahrscheinlich wieder offscreen hier, deren. Ne, nicht du. Ja. Und dann machen wir halt. Ich meine, hier sind wieder so random Sachen, ne? Aber die Cutscenes muss ich natürlich alle freischalten. Ne? Seid ihr hier, um der Spukhaus-Ausbildung teilzunehmen? Wieder zieht die Augenbinden an und betretet das Spukhaus hier entlang. Augenbinden anziehen?
Diese Spurkarte ist ein Erlebnis, bei dem man sich auf die ganze Zeit im Dunkeln zurechtfinden muss. Du und dein Partner werden in unbekannten Gebieten eintreten. Wie soll man sich denn dann gruseln, wenn man es nicht sieht? Jedes Geräusch und jede Berührung bringt euch eine völlig neue Erfahrung. Bereitet euch darauf vor, die Verflechtung von Schreck und Aufregung zu erleben. Schreck, armes Spezial, mir bitte verleih mir Stärke. Und mit Reden des Schwurkaus kommt eine Kälte über einen und Dunkelheit füllt alles ein. Du kannst nichts sehen. Ihr hört sorgfältig zu den Geräuschen in der Nähe. Ein leises Zischen kommt von weit entfernt, das wie das Geräusch einer wilden Bestie erscheint. Hast du das Geräusch auch gehört, oder? Was sollen wir tun? Sollen wir einen Weg um es herumfinden, oder? Ist direkt konfrontieren. Ja, okay. Einmal Spezialspielmittel, Und ein Schutz des Gebets zu Ames Spezialspielmittel scheint das Zischen nicht mehr hörbar zu sein. Doch sobald man den Abstand zu diesem Zischen nicht mehr einschätzen kann, kann ein plötzlicher Angriff unvermeidlich. Plötzlich erklingt ein tiefes Brüllen neben eurem Ohr. Wow, komm nicht näher. Das ist das Geräusch eines einschaltenden Kettensäge. Coin wechselt in den Kampfmodus. Klatsch, unglaublich. Die hieben Serien von Coin mit ausgewichen. Du kannst nur das Wunder. Wie habe ich denn das alles gesehen? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich habe da auch eine Augenbinde an, oder? Aber die Wände des Spukhauses sind nicht so glücklich. Sie fallen mit einem lauten Krach um. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt erfolgreich Haus auf den Spukhaus geschafft. Es tut mir echt leid. Ich hatte solche Angst. Deshalb, es tut mir wirklich leid. Ich werde definitiv helfen, alles sauber zu machen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Ihr beide räumt gemeinsam den Ort auf. Obwohl es gemeinsam heißt, erledigt Coin aus Schuldgefühlen 98% der Arbeit. Das ist ein Spezialspielmittel. Metaboxy, darf ich wirklich direkt den Preis mitnehmen? Du hast mir so viel geholfen. Es ist wirklich in Ordnung für dich, den Preis einfach mir zu überlassen? Klar, kein Problem. Oha, das arme Spezialspielmittel gehört jetzt wirklich mir. So gemeinsam mit dir gewonnen, Metaboxy. Ich werde es definitiv gut nutzen. So. Weiß nicht, ob ich irgendwie Punkte bekommen habe. Ich glaube, ich habe die falsche Dings gemacht. Weiß ich nicht. Ich weiß übrigens nicht, was immer dieses Feuer bedeuten soll. Einige Charaktere haben immer so ein Feuer. So, Shinji. Zu lang. Kannst du für mich eine Wahrscheinlichkeit berechnen? Klar, was genau willst du berechnen? Wie liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du zusammen abhängen? Ah, die liegt bei 99,9. Ach, und die restliche 0,1%. Nun, das ist das Spielraum für Authentizität und Professionalität. Ich habe übrigens gelesen, in ihrer Beschreibung, sie ist irgendwie... Ich habe schon wieder vergessen. Diesen künstlicher Mensch, irgendwie sowas. Ne? Die irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen irgendwie altertümliche Intelligenz in sich hat. Also die hat irgendwie, so weiß ich nicht, ihr Benehmen ist irgendwie ein bisschen veraltet, weil sie irgendwie so Retro-Sachen irgendwie eingespeist bekommen hat, irgendwie aus früheren Zeiten. Deswegen weiß ich nicht. Nun, das ist Spielraum für Authentizität und Professionalität. Eine erfundene Nummer sollte keine Ganzzahl sein, das ist doch allgemein bekannt. Da die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, überlasse ich dir die Wahl des Treffpunkts. Chef. Ja, meinetwegen. Warum tust du den Caps Lock hier schreiben? Interessante Wahl, aber nicht ganz mein Stil. Wollen wir woanders hingehen? Oh nein, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, es ist gut, ab und zu den Stil anderer zu probieren. Das macht Spaß. Dieses Restaurant wollte ich schon immer mal besuchen, aber es scheint mir sehr modern. Daher war ich unsicher. Wenn wir zusammen gehen, wäre das perfekt. Super, dann treffen wir uns dort. Wann willst du dich treffen? Kann ich wieder offscreen hier neue Hintergrundbilder hier farmen. Cool. Dann gehen wir da noch mal kurz hin, ne? Oh, da hat man nicht gehört, ne? Weil mein Controller unter dem Tisch ist, ne? Hey, yo, vor dem Eingang des Boxgaleries unterhalten sich zwei Mädchen aufgeregt über das Sammlermodell des Ladens. Shinji macht einen ängstlichen Schritt zurück und genau in diesem Moment kommt sie auf dich zu. Oh je, es tut mir leid, habe ich dir wehgetan? Ah, zum Glück bist du es, Chef. Warum bist du jetzt wirklich zurückgetreten? Es kommt wahrscheinlich von meinen sogenannten Angst von Trendsettern. Ich habe irgendwie das Gefühl, selbst farblos zu sein. Vorhin war ich ein bisschen schüchtern, weil ich nicht wusste, was ich in so einem Laden kaufen soll. Es fühlt sich an, als ob eine nette ältere Verwandte sich einfach
in eine Welt dringt, die er ganz nicht, ja überhaupt nicht gehört. Sieh es einfach so, als würdest du Spielzeug kaufen. Yay. Chef, ich wäre in der Tat weniger nervös, wenn du mir dabei meiner Beratung helfen würdest. Vielleicht hat sie das Wort kaufen gehört und Susi ist sofort aus dem Nichts aufgetaucht. Was? Was braucht ihr beiden? Braucht ihr eine Empfehlung? Oh. Mach einfach, was du selber willst. Dann wäre etwas, das in jeder Hinsicht das Gegenteil einer Sicherheitsoffizierin ist, perfekt. Dann bist du genau richtig. Wir haben keine ernsten Spielsachen hier. Fühl dich frei, eines auszuwählen. Gut, dann lass ich mal einen Blick darauf werfen. Shinji scheint richtig im Kauflaune zu sein. Hat nur ein limitiertes Modell ausgesucht. Jetzt bekommst du eine ganz neue Vorstellung vom Gehalt einer Sicherheitsoffizierin. Ich verspüre ein starkes Verlangen, die ganze Serie zu besitzen, aber vielleicht sollte ich mich vorerst zurückhalten. Also für dich an. Dein Geschmack ist doch wirklich hervorragend. Wirklich? Genau, die du rausgesucht hast, sind maßgeschneiderte Sondereditionen, sehr selten. Ja, bunt und wirklich interessant. Vielen Dank euch beiden. Wenn du mich nicht hier gebracht hättest, wüsste ich wahrscheinlich nicht einmal, dass mir diese Sachen gefallen könnten. So habe ich mich eigentlich nur mit dir getroffen, damit sie was kaufen konnte. Alles klar. Achso, sie waren auch hier. Ich wollte sagen. Habe ich maximiert? Ne, heute habe ich etwas Neues erkundet. Ja, aber hier habe ich zwei Dateis. Ne, immer noch nicht. Okay, habe ich jetzt zwei Charaktere zum Leveln ausgezeichnet. Cool. Klasse. Gut. Aber dann wollte ich noch mal gucken bei Höhle 0. Videoarchiv. Achso, ja, die ganzen Quests, ne? Die ich jetzt freigeschaltet habe. Ich mal gucken, habe ich jetzt alle hier freigeschaltet im Moment? Das ist von Rina, Lycon, Koleda, ne? Der ist Grace gewesen, ne? Ja. Hier war Koleda. Schulhof Genie. Lycon. Und Rina. 38 bin ich alles schon. Was hat der auf Shinji? Genau, sie ist ja auch freigeschaltet worden. Dann gibt es von Ellen aber noch keine, ne? Aber 1, 2, 3. Habe ich nur 3 Stück? Ich könnte schwören, ich habe schon viel mehr erledigt. Da, ja gut, dann machen wir da mal irgendwann mal. Erstmal werde ich hier wieder meine Internetstufe und so was alles erhöhen, ne? Da ich hier wieder so einen guten Punkt erreicht habe. So, jetzt wird mir die ganze Zeit hier neu angezeigt. Hier ist übrigens noch ein neues Gebiet, sehe ich gerade. So, jetzt kann ich hier die ganzen Quests erledigen. Erstmal eine Woche oder zwei warten, bis es hier weitergeht. Was hatten wir hier? Ist das? Das ist auch eine Quest, sehe ich gerade. So, hier ist nämlich die Höhle 0 überall. So, lass mich raten. Mit dir habe ich jetzt hier, weil diese ja habe ich schon. Diese habe ich schon lange alle abgeschlossen auf den höchsten Schwierigkeitsgraden und so. Schon auf Level 45 sogar. Ich meine, jetzt habe ich die höhere Schwierigkeit beigeschaltet, ne? Wieder trage die Antikorrosionsmaske, wenn du weiterhin für die Assoziation arbeiten möchtest mit einer. Warum schaust du mich so überrascht an? Hat die HIA nicht über die Sache informiert? Die haben doch wesentlich so etwas wie definitive Richtlinien gegen besondere Korrosionen zugesandt, oder? Blablabla. Egal, lass uns jetzt über die Arbeit sprechen. Es wurde bestätigt, dass die besonderen Kursoren, die in der Höhle null gesichtet wurden und die wir fläufig verwenden. Nein. So, ich habe eine neue Dings freigeschaltet, ne? Der furchterregende und abstoßende Gärtner. Ja, es hat dieses riesige Monsterviech. Okay. Genug geredet, ich spreche auf. So, jetzt habe ich wahrscheinlich eine neue Level freigeschaltet. Ja, guck mal hier. So. Oh, und da muss ich gegen die kämpfen. Okay, das heißt, kann ich noch. Weil ich würde gerne irgendwie aufnehmen, wenn ich gegen das Viech kämpfen würde. Wenn wir zum ersten Mal bekämpfen würden. Wenn das nur hier auftaucht, ne? Man kann nicht das freischalten. Besteht die Schwierigkeit auf Kern ab. Die vergängliche Schönheit des Verfalls ab.
Würde ich aber auch irgendwie freischalten, ne? Da kriegst du auch Internet. Aber da kann ich eigentlich hier das hier. Weil hier gibt es irgendwie diesen Skillbaum, den man hier hochleveln kann. Hier. Und da brauche ich hier so rote Dinger. Das sind so passive Fähigkeiten sozusagen für Höhle 0. Um das hier noch einfacher zu machen. Ich habe hier schon alles freigeschaltet, was man freischalten kann. Aber ich brauche diese roten Dinger, von denen habe ich 0. Deswegen konnte ich hier noch niemand hochleveln. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal hier dieses eine. Aber hier müssen wir ganz offensichtlich gegen diese beiden hier kämpfen, ne? Bei den anderen ist das nämlich auch so. Hier muss man gegen den Schlechter kämpfen, hier muss man gegen diesen Roboter kämpfen aus dem zweiten Kapitel, ne? Und hier muss man jetzt gegen die kämpfen. Ich würde sagen, was für ein Level ist das? 35, ja, das habe ich doch locker offscreen. Das heißt, sobald wir irgendwann mal das eine freigeschaltet haben, wo wir gegen dieses andere Riesenmonster da kämpfen müssen, dann werde ich wahrscheinlich einmal hier ein Part von Höhle 0 aufnehmen. Um euch mal zu zeigen, wie das so abläuft. Ich meine, wir haben das zwar einmal gespielt, aber ich habe das jetzt schon dutzende Male gespielt. Das ist hier so wie das simulierte Universum in Honkai Star Rail, dieser Roguelike-Modus, ne? Und ja, wenn ich das mal freigeschaltet habe, dieses Monster, dann will ich das mal irgendwie offscreen. Was hier? Du siehst notorische Jagd. Ich glaube, jetzt haben wir ja auch neue, ne? Ah ja, aber ja, genau. Wir haben. Jetzt kann ich gegen die kämpfen, um deren Belohnung freizuschalten. Ausgezeichnet. Gut. Also ich habe eine Menge Sachen jetzt, glaube ich, freigeschaltet, jetzt wo ich Kapitel 3 abgeschlossen habe. Vielleicht werde ich bis zum nächsten Part schon Level 50 erreicht haben, ne? Ich meine, die Sachen, die ich alle freigeschaltet habe, die sind relativ viel, ne? So, ich muss das hier einmal schieß einmal in Bereich im Höhle 0 ab. Das ist der auf Level 35, ne? In Bereich hier. Das ist der erste Level, das schaffe ich ja locker. Also ich muss für die es nicht wissen, das hier ist der Standard, den ich im Moment spielen muss, um hier so tägliche und so wöchentliche Sachen zu erledigen. Ja, da tut sich hier jede Woche hier aktualisieren und da verlangt das Spiel schon viel mehr, dass ich ja auf Hinterland spiele, aber hier der zweithöchste Schwierigkeitsgrad ist, also ja, also Level 40, das ist das, was ich spielen muss hier jede Woche, um die Belohnung freizuschalten. Von daher ist das hier super easy. Und dann kann ich auch mal Shinji da benutzen. Ja, yeah. 35. Gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, im nächsten Part werde ich schon Level 50 erreicht haben. Von meinem Level. Was heißt, ich habe nochmal die Level von allen Charakteren erhöht und ja, keine Ahnung. Wer wird lustig. Gut. Aber fürs Erste sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ne? Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommen wird. Wir machen wahrscheinlich wieder eine Agentengeschichte oder falls die Story doch irgendwie. Was ist dieses? Schaut mich immer ein, egal wo ich hingehe. Genau, ich werde mich ein bisschen austoben hier auf Screen und ich werde dann halt sehen, was wir als nächstes machen. Ne? Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Quest von dieser einen Lady da machen. Ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Ne? Ne? Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Ob das hier auch so wie in Honkai Star Rail gerade ist. Ne? Also irgend so eine Mission, die nicht wirklich die Hauptstory vorantreibt, aber irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so eine Nebengeschichte erzählt, ich weiß es nicht. Aber egal, ich werde hier weitermachen auf Screen und ich sehe euch dann, wann auch immer es weitergeht, mit was auch immer es weitergeht. Ne? Also ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Abo, ein Kommentar oder ein Like, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.